Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Heiße Himbeeren. Diese Woche habe ich ein tolles Granatapfelrezept für euch dabei. Wir machen nämlich eine Granatapfel-Schokotarte zusammen. Granatäpfel sind die Gesellen hier. Die gibt es momentan in jedem Supermarkt, kommen so aus dem arabisch-persischen Raum und sind bei uns eher ein Winterobst. Und die sehen großartig aus, wenn man sie denn entkernt hat. Und genau deswegen verrate ich euch nachher auch einen Trick, wie ihr Granatäpfel entkernt, ohne dabei die ganze Küche und euch selber zu versauen. Für unsere Tarte brauchen wir aber natürlich als allererstes einen Boden und damit fangen wir jetzt auch an. Ich habe hier eine große Schüssel. In die kommen als erstes 75 Gramm Kristallzucker. Außerdem haben wir 10 Gramm Kakaopulver, eine Prise Salz und 240 Gramm Weizenmehl. Das kommt mal als allererstes in die Schüssel und dann nehme ich mir einen Schneebesen und vermische das einfach alles kurz miteinander, damit da keine Klümpchen drin sind und die trockenen Zutaten einfach gut verbunden sind. Als nächstes habe ich hier 125 Gramm kalte Butter in Würfelchen. Wichtig ist, dass sie kalt ist, damit der Teig nachher einfach schön mürbe wird. Und die geben wir auch hier zu unseren trockenen Zutaten. Und ich werde das gleich mit den Fingern so zerreiben. Und so garantieren wir einfach, dass der Teig hinterher schön mürbe und flockig wird und nicht zu klebrig. Und außerdem mit zu unserer Mischung kommt ein großes Bio-Ei. Und jetzt nehmt ihr einfach eure Finger oder ihr könnt auch einen Food-Processor nehmen und das Ganze einfach so lange vermischen, bis so die Konsistenz von nassem Sand ungefähr entstanden ist. Also es wird dann so flockig und dann geben wir es auf die Arbeitsfläche, kneten es einmal durch und dann geht es erstmal ab in den Kühlschrank, bevor wir es weiter verarbeiten dürfen. So, unser Teig hat jetzt so eine schön erdig, krümelig, feuchte Konsistenz. Und jetzt kippen wir den ab auf die Arbeitsfläche und kneten ihn einmal kurz zusammen. So, unser Teig ist jetzt fertig geknetet. Jetzt geht es erstmal ab dafür in den Kühlschrank. Dafür wickeln wir ihn in ein kleines Stück Klarsichtfolie ein. Ich drücke den dann immer so ein bisschen platt, einfach damit er schneller durchkühlt. Und in den Kühlschrank darf er dann für mindestens eine Stunde. Ihr könnt den da aber auch mehrere Tage liegen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Also das ist der Teil an der Tarte, den ihr super vorbereiten könnt. Unser Teig war jetzt eine Stunde im Kühlschrank. Hier ist er. Ich packe ihn jetzt wieder aus seiner Folie. Und als nächstes wird er ausgerollt und kommt in die Form. Ich habe hier so eine rechteckige Tartform. Ihr könnt aber auch einfach eine ganz normale runde Tartform nehmen. Die genauen Abmessungen von meiner Form schreibe ich euch aber auch auf jeden Fall ins Rezept. Als nächstes knete ich den Teig einfach noch einmal ganz kurz durch. Und während ich hier vor mich hin knete, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was so eure liebsten Tarts sind. Wenn der Teig dann einmal durchgeknetet ist, bestreuen wir unsere Arbeitsfläche mit ein bisschen Mehl. Geben den Teig drauf und rollen ihn dann mit dem Nudelholz auf 3 bis 5 mm Dicke aus und dann geht's ab damit in die Form. Also ihr seht, ich roll immer und drehe ihn dann wieder um 90 Grad. Wenn der Teig dann ungefähr auf die Größe der Tartform ausgerollt ist, ein bisschen größer darf er auf jeden Fall sein, dann nehmen wir ihn ganz vorsichtig und setzen ihn in unsere Tartform. Als nächstes geben wir den Teig, nehmt ihr den an der Seite so ein bisschen und drückt ihn mit den Fingern innen gut fest und schaut auch, dass ihr auf jeden Fall in den Ecken gut Teig habt. Wenn der Teig dann grob verteilt ist, dann gehe ich einfach nochmal rum um die Tartform von innen und drücke auch von außen so ein bisschen dagegen, damit wir einfach schöne Kanten kriegen und sich auch das Muster vom Rand unserer Tarte schön im Teig abbildet. Also wir drücken den Teig im Endeffekt so richtig in die Markierungen der Form. Wenn das dann passiert ist, nehmen wir ein scharfes Messer und nehmen am oberen Rand der Tartform einfach den überschüssigen Teig weg. Was euch übrig bleibt an Teig, könnt ihr übrigens super zum Plätzchenbacken verwenden. Also einfach ausrollen, mit einem Keksausstecher ausstechen und perfekt sind die Schokoladenplätzchen in dem Fall. Jetzt geht es für unsere Tarte erstmal ab in den Ofen und damit der Boden jetzt so flach bleibt, wie er ist, stechen wir den als erstes ein bisschen ein. Das könnt ihr entweder machen, so wie ich mit dem Messer, oder ihr nehmt einfach eine Gabel dafür. Einfach damit die Luft den Teig nicht so zum Aufgehen bringt, sondern entweichen kann. Dann habe ich hier als nächstes ein Stück Backpapier. Das ist auch wieder ein bisschen größer als die Tarte. Und das lege ich jetzt so auf den Boden und falze in die Ecken, dass möglichst viel des Tartbodens vom Backpapier bedeckt ist. Die Tarte darf jetzt nämlich zum Blindbacken in den Ofen. Da wird einfach der untere Teil des Teiges durchgebacken. Und das ist bei den allermeisten Tarts ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht und euch den Schritt nicht spart. Und hier ganz besonders, weil die Füllung an sich ja dann nicht mehr gebacken wird. Das ist ja dann so eine Schokocreme, die einfach nur noch reinkommt und dann im Kühlschrank durchziehen darf. Und deswegen ist es hier wirklich ganz besonders wichtig, dass ihr den Teig backt, weil sonst bleibt die Tarte nämlich einfach roh.
Zum Blindbacken könnt ihr jetzt verschiedene Dinge verwenden. Es gibt so Blindbackkugeln, das sind so Tonkügelchen, die funktionieren wunderbar. Aber ihr könnt auch einfach Hülsenfrüchte nehmen oder sogar Reis, den ihr einfach zu Hause habt. Und das kommt jetzt hier in unser Backpapierbett und dann geht's ab für die Tat in den Ofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für eine Viertelstunde. Den Ofen habe ich auch schon vorgeheizt. Und ihr verwendet einfach so viel Erbsen, dass der Boden eurer Tat schön bedeckt ist und dass die Erbsen auch schön in den Ecken liegen. So, ab dafür in den Ofen. Unsere Tat ist raus aus dem Ofen. Jetzt entfernen wir als nächstes das Backpapier mit den Erbsen drauf. Dafür habe ich hier eine Schüssel und jetzt füllen wir die Erbsen einfach vorsichtig in die Schüssel. Die könnt ihr nämlich auch einfach wiederverwenden. Ich habe da so ein kleines Gefäß, da steht Erbsen zum Backen drauf und das sind dann immer dieselben. Die Tat stellen wir jetzt erstmal noch beiseite und widmen uns der Füllung. Als erstes zeige ich euch, wie ihr die Schokoladencreme macht. Und zwar habe ich hier 200 Gramm Zartbitterkuvertüre und dazu kommen 130 Gramm Sahne und außerdem kommt dazu eine Prise Salz. Das Ganze stelle ich jetzt im 30-Sekunden-Intervall in die Mikrowelle und rühre immer wieder um zwischendrin, solange bis die Schokolade und Sahne zu einer schönen Masse verbunden haben. Unsere Schoko-Sahne-Mischung ist jetzt schön geschmolzen und ich gebe jetzt immer ganz gerne noch einen Esslöffel braunen Rum dazu. Müsst ihr aber nicht, das ist absolut optional. Wenn nicht, dann lasst es einfach weg. Das riecht jetzt auch schon ganz großartig nach dem braunen Rum, der hat ein schönes Aroma. Und während ich hier meinen Rum unter meine Schoko-Sahne-Masse rühre, könnt ihr das Video ja mit euren Freunden teilen, da würde ich mich sehr drüber freuen, dann werden wir hier nämlich immer mehr. Unsere Schokolade darf jetzt erstmal zur Seite und wie versprochen zeige ich euch jetzt, wie ihr ohne große Sauerei einen Granatapfel entkernt. Und zwar brauchen wir dafür eine große Schüssel, natürlich ein Brett und ein Messer und einen Holzlöffel. Der ist nämlich gleich unser bester Freund. Und wir nehmen den Granatapfel jetzt und halbieren ihn diagonal, also beziehungsweise halbieren ihn an der breiten Seite. Waagrecht durchschneiden, ganz wichtig. Wenn ihr den andersrum durchschneidet, dann funktioniert es nämlich nicht. Und jetzt nehmt ihr eure Schüssel und den Granatapfel und ich halte ihn dann immer ganz gern so in meiner Hand, die Finger gespreizt, damit die Kerne durchfallen können. Und jetzt haut ihr so kräftig wie ihr könnt auf den Granatapfel drauf mit eurem Holzlöffel. Es ist großartig, wenn ihr euch über jemanden geärgert habt. Und dann purzeln die Kerne ganz einfach in die Schüssel und ihr habt nicht die ganze Küche bespritzt. Jetzt geht's auch schon los mit dem Befüllen unserer Tat. Dafür nehme ich als erstes einen kleinen Klecks von unserer Schokomasse und verstreiche den auf den Boden, weil wir die Tat nämlich auch mit Granatäpfeln füllen werden. Und dann suppt der Granatapfel einfach nicht auf den Boden und der Boden bleibt trotzdem schön knusprig. Und wenn die erste Schicht Schokolade dann verstrichen ist, nehmen wir ungefähr 3/4 von unseren Granatapfelkernen und verteilen die auf den Boden unserer Tat. Und zu guter Letzt krönt dann der Rest von unserer Schokoladenmasse unsere Tat. Unsere Tat ist jetzt fertig gefüllt und jetzt geht's ab dafür im Kühlschrank. Mindestens 3 Stunden. Ihr könnt sie, wie gesagt, auch über Nacht einfach im Kühlschrank stehen lassen. Und später dekorieren wir sie dann noch mit Granatäpfeln und vielleicht sogar ein bisschen Blattgold. Schauen wir mal. Unsere Tat ist jetzt komplett durchgekühlt. Hier ist sie raus aus dem Kühlschrank. Jetzt befreien wir sie als erstes Mal aus ihrer Form. Ich habe hier so eine Tatform mit so einem losen Boden. Mein Tipp ist, nehmt 1 oder 2 Gläser, die so sind, dass die quasi kleiner sind als der Boden und dann stellt ihr das da drauf und dann zieht ihr einfach den äußeren Rand unserer Form vorsichtig ab und tada, die Tat ist befreit. Dann sucht ihr euch eine kleine Ecke, an der sich auch der Unterboden unserer Tatform löst und geht mit der Winkelpalette dazwischen. Unsere Tat sitzt jetzt hier auf ihrer wunderbaren Platte. Als nächstes habe ich hier 20 Gramm Vollmilchkuvertüre in einem Spritzbeutel einfach ein bisschen geschmolzen und damit fangen wir jetzt an, unsere Tat zu dekorieren. Wir schneiden jetzt von unserem Spritzbeutel hier vorne eine ganz kleine Spitze ab und jetzt sind eurer Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Ich zeige euch jetzt eine Variante, die ich immer ganz gern mache. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Granatapfelkerne. Außerdem habe ich hier so Kakaonips, das sind einfach nur geschredderte Kakaobohnen. Und ein bisschen Blattgold, das kommt dann ganz zum Schluss. Und jetzt setzen wir einfach damit an, die Tat zu dekorieren, so wie es euch am besten gefällt. Ich habe mich jetzt gegen Blattgold und für goldene Schokostreusel entschieden. Das sind wie immer einfach meine Kakaostreusel mit ein bisschen goldener Lebensmittelpulverfarbe. Und die, finde ich, verleihen dem Ganzen so den perfekten Abschluss. Die Kleeblätter, die ich jetzt übrigens gerade drauf lege, sind roter Sauerklee. Der ist essbar und sogar sehr gesund.
Der wächst bei mir im Garten und neuerdings auch auf meiner Fensterbank. Und die Blätter sehen einfach großartig aus, finde ich. Und deswegen dürfen die jetzt unserem Törtchen unserer Tarte den letzten Schliff verleihen. So, ihr Lieben, unsere Granatapfel-Schokotarte ist fertig. Ich finde, sie sieht großartig aus. Und bevor ich sie jetzt anschneide, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr das macht, dann drückt unten auch die kleine Glocke. Dann verpasst ihr in Zukunft nämlich keine Videos mehr. So, aber jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Ich schneide unsere Tarte an. Oh, sieht das großartig aus. Guck mal. Hier, da sieht man richtig schön die Granatapfelkerne in der Schokolade. Die Tarte schmeckt großartig. Dieser knusprige Mürbeteigboden, den wir haben, in Kombination mit der sämigen Schokolade. Und dann beißt man zwischendrin immer wieder auf so einen knackigen, fruchtig-säuerlichen Granatapfelkern. Die ist wirklich ganz großartig, die Tarte. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und die schmeckt garantiert jedem Schokoladenliebhaber. Und während ich mir jetzt hier meine Torte schmecken lasse, wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, meine Lieben. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wie immer. Bis dahin. Ciao, ciao.